Hallo Freunde, der kleinen Spur. Nach langer, langer Pause möchte ich euch mal wieder begrüßen auf meinem Kanal. Was hat sich getan? Schlicht und ergreifend nichts. Gründe dafür, der heiße Sommer, einen kompletten Motorschaden bei mir mit Getriebe. Somit konnte ich mir auch die Teile, die ich eigentlich übers Jahr hin anschaffen wollte, nicht anschaffen. Ich wollte mir eine 41 richten von Arnold mit Dampf oder eine 18. Leider nicht dergleichen. Aber die Anlage steht. Ich habe ja noch Fahrmaterial, also kein Problem. Stellen wir die Sache zurück und basteln wir wieder ein wenig. Ich habe wieder angefangen mit dem letzten Projekt meiner Schiebebühne. Sie ist auch mittlerweile eingebaut. Die Bühne halbwegs fertig. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Ob ich eine Hütte draufsetze für das Personal, die die Bühne bedient, weiß ich noch nicht. Das könnt ihr euch dann mal anschauen, was ihr dazu sagt. Oder ob man sie so lassen kann. Einen Antrieb dafür habe ich auch noch nicht. Ich schiebe sie jetzt momentan mit der Hand hin und her. Wahrscheinlich werde ich es auch dabei belassen. Denn dafür eine Schaltung zu bauen, ist mir einfach zu kompliziert. Und ich bin kein Elektroniker, Elektriker. Ich habe das irgendwie nicht so drauf. Aber das könnt ihr euch dann selbst anschauen. Einen Schuppen werde ich auch noch bauen. Den werde ich danach dokumentieren, von Anfang an bis zum Ende. Aber das wird wahrscheinlich in diesem Jahr nichts mehr werden, weil ich möchte das dann schon in einem Stück machen und nicht ein Monat das, drei Monate später wieder was anderes. Das möchte ich dann schon in einem Stück machen und das wird noch etwas dauern, bis das alles dann zusammengeschnitten ist, bis der Schuppen steht. Das soll ja auch was gerade schauen. Okay. Das wäre es fürs Erste. Ich zeige jetzt noch ein paar Bilder von der Bühne, auch wie sie funktioniert. Und dann schauen wir mal. So, und da haben wir das gute Stück. Ihr seht, ich habe 7 Gleisabgänge, somit auch der Schuppen wird 7-gleisig. Dann die Bühne, naja, eben Handbetrieb. Ja. Ah, da kommt gerade die 95, der Sandzug. Jawohl, dann habe ich mir eine Untersuchungsgrube reingebaut. Die Stützen kommen weg, die gefallen mir gar nicht. Da werde ich andere drunter setzen. Drei Böcke müssen noch hin. Eine Dieseltankstelle kommt her, einen Besandungsturm muss ich mir noch richten. Solche Sachen. Ja, die Bedienung ist eigentlich relativ einfach. Man fährt ans Gleis. So. Dahin, wo wir wollen. Nicht. Und Ende. So steht sie. Läuft eigentlich recht sauber, läuft euch recht ruhig und alles. Aber wie gesagt, mit dem Strom anschließen, dass das Ganze elektrisch läuft, da setzt es bei mir aus. Da habe ich absolut nicht das Zeug dazu. Kann ja nicht alles können. Und ich habe ja noch eine grundlegende um die Hand, also kann ich das Ding auch schieben. Kein Problem. Ja. Ja, Freunde der Kunst, das war ein kleines Update, was geschehen ist. Es war nicht viel, aber ich wollte nur mal ein kleines Lebenszeichen von mir geben, dass es mich noch gibt und ich immer noch bei der Arbeit bin. Bis auf bald. Tschüss!